Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten, bei einer weiteren Folge Clash of Clans im super herrlichen, schrecklichsten, schlimmsten Event, finde ich, aller Zeiten. Gibarch, also es ist ja immer so ein bisschen aus dem Englischen genommen, also Giants, Barbarians und Archer, also Riesen, Barbaren und Bogenschützin und das sowas sogar im Rathaus 12-Bereich in der Titan-Liga geht. Ich bin ja noch Titan 2 mit dem Thorsten und das geht auch mit. Also das, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Manchmal gucke ich ja nicht nach, aber ihr seht das dahinter. Der Kollege hat glücklicherweise seinen Adler im Bau. Und trotzdem will ich einfach mal zeigen, man kann das machen. Also ich habe heute mal so ein bisschen gescherzt, so nach dem Motto, das ist das unfreundlichste Event in der Legende, würde ich mal so sagen. Denn kaum jemand spielt das in der Legende. Aber man kann das ja auch auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Jeder ist da anders. Ihr wisst, im Moment haben wir eigentlich ja 4 Events auf einmal. Das Gibarch-Event zählt zwar als einmal, aber man muss ja ausbilden extra ein paar Riesen, ein paar Bogenschützen, Barbaren dabei und wenn man es dann noch hinbekommt, Miner. Das heißt also, man kann das ganze Event eigentlich immer so in einem Angriff machen, wenn man es denn schafft. Man muss ja gewinnen. Das ist es ja, man muss ja gewinnen. Ich gehe mal ganz extra für euch so ein bisschen näher rein. Ich bin auch deswegen am Tablet hier, weil mit so einer Armee, ich habe diese mit Thorsten heute am Handy so nebenbei mal gemacht. Mehr recht als schlecht, aber ich habe noch nicht verloren. Das ist eigentlich das Coole. Ich habe das jetzt schon 4-mal geschafft. Ich habe noch nicht einmal nicht gewonnen. Und obwohl mir immer noch die Queen fehlt, die werde ich gleich wecken. Denn ich muss noch im Clankrieg angreifen. Aber ihr seht das hier, jetzt habe ich hier von hinten noch so eine ganze Armada. Hier kommen sie jetzt. Die kann so richtig schön an der Spur. Aber ich wusste, dass der Weg für die Jungs hier frei ist. Einmal Wut reingesetzt auf das 5er Rathaus hier. Das ballert natürlich, aber da macht es die Masse. Und Warden hatte ich vorher, glaube ich, schon kurz vorher gezündet. Das heißt, ihr seht das gerade, es sind mir noch nicht mal so viele gestorben dabei. Muss ich sagen. Richtig cooles Ding hier und ich denke mal, der Lot da oben war absolut in Ordnung dann auch. Auf Null gefarmt, das Dunkle und war ich natürlich froh. Aber ihr seht das hier, ich habe natürlich auch Unterstützung von 16 Kollegen, die unter Tage arbeiten, also von den Tunnelgräbern. Und das ist natürlich nochmal so ein kleines bisschen hilfreich. Also die können natürlich nochmal richtig was reißen. Haben sie auch gemacht hier, aber ich glaube, das ist... Mensch, 66%, das holst du auf so einen Gegner vielleicht auch nicht immer. Also kann man auch schnell mal auch verkacken. Aber ich bin heute mal auf meinem Rathaus 9er, mit dem habe ich das mal vorbereitet. Mit der es natürlich am meisten braucht, ist der Barfuß. Auch kleines Update, der Barfuß hat endlich seine Valkyren auf Level 4 gedrückt. Also ich hatte das Dunkle, ich habe noch Bücher ohne Ende mit ihm hier, weil der wirklich nicht mehr so viel machen muss. Und ihr seht das auch, Dunkle Rune habe ich auch immer noch, da weiß ich noch gar nicht, wann ich die mal einsetze. Heldenbuch noch, also der hat es einfach nötig hier. Queen ist schon auf 18, King auf 16, Plan ist natürlich Queen auf 20 zu bringen und dann erst den King nachzuziehen, also auf 20, damit es die nächste Fähigkeit bekommt. Und die Laufzeit ist echt nicht lange. Das finde ich sehr, sehr gut. Was habe ich in der Clanburg? Klar, ich habe mir selber Miner in die Clanburg reingegeben. Das ist natürlich super. Und dieses Event kann man, glaube ich, auch schon sehr, sehr tief spielen. Ich hätte fast gesagt, ab Rathaus 4, 5, keine Ahnung. Ich kann es ja selber nur an einem 7er testen, nämlich an meinem. Das ist im Moment mein kleinster Account, der Toto. Und dort muss er 3 Miner mitnehmen. Das geht eigentlich. Das geht. Und so kann man diese Events hier schon in sehr, sehr niedrigen Rathausstufen spielen. Ich möchte natürlich so ein bisschen das Dunkle haben. Ich weiß nur nie, ob das hier mit so einer Truppe immer so gut klappt. Ich teste das einfach mal an. Also 3, 1. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wir schauen mal. Bohrer hat er... Da und da, oh, die sind auch gut befüllt. Ey, wisst ihr was, das ist meine... Könnt ihr euch daran erinnern, an meine ersten Videos? Das ist meine alte Farmbase, meine alte RH9 Farmbase. Die habe ich immer gerockt. Da habe ich nie drauf verschissen. Aber jetzt könnte das natürlich schon etwas enger werden, denn da kamen gerade schon so ein paar nette, böse Kollegen. Aber das ist nicht so schlimm. So, da gehen jetzt in die Base rein. Mal gucken, ob wir da überhaupt noch was reinkriegen. Ich nehme den Sprung mal da. Ich nehme immer so ein bisschen punktuell jetzt hier so meine Bogenschützen mit rein. Meine Barbaren, die laufen jetzt auch ein bisschen doof. Ich muss auch mal ein bisschen gucken, weil ich es nicht immer sehe, dass dort die Truppen sind. So, wir haben den Fokus immer noch aufs Dunkle.
Und da gehen schon, auch da hüpfen ja die ersten Truppen rein. Leute, das ist perfekt. Meiner noch hinterher. Wir müssen ja nur gewinnen. So. Einmal zwei Stück hier. Hier nehmen wir den mal so ein paar Truppen in Heilung. Okay, da gehen jetzt die Miner auch noch. Die Magier noch ein bisschen in die Mitte. Queen lebt noch. Ja, so kann man es machen. Ich muss noch ein bisschen nach unten schauen. Entschuldigt bitte. Jetzt kann ich es aber auch im Bild oben sehen. Und ja, mal sehen. Das Rathaus, ein bisschen mehr hält die Queen ja jetzt schon mal. Das ist ja nicht schlecht. Wenn ich sie denn nicht vergesse zu zünden, die machen jetzt natürlich erstmal den King. Und dann natürlich nicht mehr das Rathaus, sondern erstmal den... Oder den einen bösen Tesla und jetzt noch das Rathaus. Okay, oh, hoffentlich dreht der Tesla nicht um. Oh doch, er dreht um. Shit. Scheiße. Naja, macht nichts. 59%. 899. Wurde denn was wir noch vergessen haben? Ah, das ist alles leider im Rathaus oder da, leider in dem Bohrer. Aber es macht nichts. Das macht nichts. Hier können wir wirklich nicht mehr viel holen. Egal eigentlich, wo ich den setze. Naja, okay. Der Lucky noch mal da gesetzt. Ich lasse das für mich auslaufen. Für euch mache ich einen kurzen Cut. Ja, der Rathausneubereich auf jeden Fall immer wieder gerne von mir bespielt, muss ich sagen. Und aktuell sind wir ja auch im Clankrieg. 64-60. Ich muss gleich noch ein bisschen angreifen. Mal sehen, ob ich das erste Mal überhaupt mal wieder was hole. Denn ich mache jetzt gleich erst meine Queenwache und dann mache ich den Angriff aber nicht leicht. Live. Aber ich habe hier jetzt mal ein bisschen Anrahmen hier ausgebildet. Also wie gesagt, da könnt ihr mauscheln und tauscheln, wie ihr wollt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr mal das Richtige mitnehmt. Also ich muss 9 Truppen benutzen, also 9 Riesen. Und die habe ich jetzt auch exakt mal gerade so hier drin. Und ihr seht das, die nächste Truppe ist auch schon im Anmarsch. Das heißt, da nehme ich gleich mal 2 Päcker mit. Mal gucken, wie das so ist. Ihr müsst das einfach mal ein bisschen mischen. Aber der Rathaus 9 Bereich ist da so flexibel. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so hoch ist wie ich in der Liga. Ich bin ja mal gerade so in Meister 2. Das ist jetzt nicht so super hoch. Und wir müssen ja nur gewinnen. Okay, kleinen Server out of sync. Auch das passiert ja mal. Aber ich kann auch schon sagen, vielen lieben Dank für die Tipps und Tricks gestern, was die Folge von gestern anging mit dem Warden und mit den E-Drachen. Ja, ihr habt natürlich recht. Wow. Ich sehe es gerade vorne. Jesus. Eieiei. Gold und Elix brauche ich natürlich nicht mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Das kann ich immer gut gebrauchen für Mauern. Aber den Rest brauche ich natürlich. Und ich würde fast sagen, ich hätte mich fast schlagen lassen. Wir gehen hier über Ecke. Denn dann kriege ich die Queen als erstes und am besten weg. Da machen wir das mal so, mal gucken, wo die so hingehen. Ich geh nicht gerne über Ecke. Aber in dem Fall mache ich das einfach mal. Denn so ein paar Barbaren hier mal mit hin. Oh, da fliegen schon die ersten weg. Wo sind denn eigentlich meine Mauerbrecher? Die gehen aber gut, die Mauerbrecher jetzt. Jawohl, hier haben wir noch den einen Ernie von da. Da müssen wir hier noch ein bisschen clearen, dass meine Helden jetzt auf jeden Fall gleich mit reingehen. Und das machen sie auch. Alter, wie weit sind denn meine Mauerbrecher gegangen? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Okay, die sind gut durchgegangen, glaube ich. Das war ganz gut. Also hier mal rechts und links so ein bisschen die Bogenschützen geschickt. Und hier müssen wir, glaube ich, mal jetzt... Ich schmeiß mal ein Heil hier. Denn wir haben natürlich noch unsere Supertruppe. Ich muss mal eben hier hinten so ein bisschen für einen kleinen Funnel sorgen. Aber nur für einen kleinen Funnel. Und dann würde ich sagen, dann schicken wir die hier. Die gehen trotzdem nach außen. Ja, konntet ihr nicht reingehen? Na gut, ist nicht so schlimm, dass die Tunnel jetzt nicht reingehen. Mal gucken, wo sie überhaupt hingehen. Ich glaube, hier schmeißen wir mal unseren letzten Heil, denn da ist nochmal der Flächenzauber, beziehungsweise Flächenschaden. Den lassen wir noch hier mitlaufen. So. Also ich werde das wie folgt machen bei meinem Rathaus 12er. Da habt ihr mir ja den guten Tipp gegeben, mach erstmal dein Lager leer. Klar, ich mache das Lager natürlich auf 0, aber ich mache es jetzt doch anders, denn ich habe jetzt schon wieder 7,5 Millionen Elex reingefarmt. Das heißt also, mit dem nächsten Bauarbeiter werde ich meinen Warden wieder hinlegen. Dann bin ich so ziemlich gegen 0 und ich lasse mir die Rune doch für die Drachen. Ich lasse mir die Rune für die Drachen und sollte ich etwas zwischendurch über haben und nicht... Oh, wir kriegen das dunkle auch noch. Und nicht die und noch einen Bauarbeiter haben, dann mache ich eine Mauer. Ich mache das auf jeden Fall. Da hattet ihr natürlich schon recht. Ich mache das erstmal auf 0. Dann mache ich halt eine Mauer mit Elex, kein Thema, damit sich diese Rune auch wirklich lohnt. Ja, also so weit habe ich jetzt auch mit gedacht. Klar, nehme ich nicht die Rune, wenn mein Elex-Lager sowieso schon so ultra voll ist. Aber ich glaube, den haben wir ganz nett gemacht. Ja, ist natürlich auch ein Offline-Gegner gewesen, also so ein paar Fallen waren da.
Ich glaube, so ganz offline war der nicht. Der hatte auch eine Liga. Ihr seht das da oben noch gerade. Ja, ganz annehmlich. Also so kann man es machen. Ich mag das. Ich mag sowieso den RH9 Bereich, das wisst ihr. Ja, jetzt muss ich aber erstmal mit dem 12er angreifen. Mal gucken, wie ich mich da schlage. Und das mit den Heilern, glaube ich, war ganz gut. Das trainen wir mal nach, wenn ich nicht mal wieder ein Gift zu viel hätte. Und klar, machen wir hier sicherlich weiter im Event. Also ich habe das jetzt schon dreimal gemacht. Und ihr seht das hier, so kann man es am besten machen. Indem man wirklich gerade im 9er, 8er Bereich, 7er, 6er, keine Ahnung, alles auf einmal macht. Hier unten bin ich jetzt gleich schon fertig. Es ist mir ein Rätsel, warum man das untere nur dreimal machen muss und kriegt die doppelte Anzahl an EP und zwei Tränke, und hier oben gibt es immerhin 90 Juwelen und 450 EP. Also das untere hätten sie eigentlich so lange mal einfach mal machen sollen wie das obere. Auch mit 10 Angriffen finde ich ein bisschen herausfordernder, aber eine wirkliche Herausforderung sind diese Events sicherlich nicht. In den kleineren Bereichen da schon, im von den größeren rede ich da mal gar nicht, aber erstmal muss ich jetzt rüberschwenken und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Also hier, mit hier meine ich auf meinem Tablet. So, ihr seht das, ich habe schon wieder leicht tränige Augen vom vielen Lachen hier im Clan. Denn, ja, wir haben eben so ein bisschen gelacht, muss man ganz klar so sagen. Und ich habe richtig gute Laune jetzt. Denn, ihr seht, ich habe endlich mal wieder einen Dreier geholt. Auf dem Rathaus 12er ist aber eine ganz andere Geschichte. Und der Swash auch nochmal einen Dreier hier nachgesetzt auf die Nummer 4. Aktuell bleibt es hier, glaube ich, jetzt nicht mehr spannend. Denn der Gegner hat, wir haben jetzt noch zwei Angriffe, der Ei und meine Wenigkeit. Und der Gegner hat auch noch zwei bzw. drei Angriffe auf unsere Bases hier. Sie haben diesmal etwas besser gehalten. Wir haben auch teilweise so ein bisschen, so ein kleines bisschen umgebaut. Der ein oder andere hat eine andere Base. Und ja, aber ich denke mal, 7, 8 Sterne werden die bei uns jetzt in keinster Weise mehr schaffen. Der Clankrieg ist gewonnen. Und deswegen habe ich jetzt natürlich ultra gute Laune, kann ich euch sagen. aber die Laune ist so gut, dass ich fast diesen Gegner gemacht hätte mit 4000 Dunklen. Wo ist das Zeug? Alles in der Mitte hier. Yes. Okay, die Queen stört uns da mal gar nicht. Die nehmen wir mal nicht mit. Das war jetzt der erste. Das war der erste Klick, habt ihr gesehen, ne? Das war der erste Klick, mal sehen. Meine Packers müssen einfach nur gut reingehen. Geil. Schwarze Infernos. Die sind im Bau oder sind die leer? Kann man gar nicht genau sehen, ne? Naja, egal. Mal sehen, ob wir es RH kriegen. Wir müssen ja in jedem Fall irgendwie gewinnen. So, hier haben wir schon mal nicht so ganz viel Gefahr. Oh, da ist ein Tesla. Ach, blöd. Okay, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Oh, da kommen Riesen. Das ist auch nicht so schlimm. Die giften wir nämlich weg. Nehmen schon mal unsere Helden hier rein. Ein paar Mauerbrecher. So, die müssen es da jetzt erstmal reißen. Und ich glaube, da können wir gleich mal springen. Aber ich habe ja jetzt erstmal noch andere Truppen hier. Nämlich ganz, ganz viele. Boah. Alter, ich muss hier mal mit zwei Fingern die Jungs hier setzen. So, Packies nicht vergessen. Und dann kann das hier jetzt reingehen. Ich heile die erstmal durch hier. So, meine Tunneler nehme ich jetzt mal hier mittig, glaube ich, mit rein. Mittig mit rein. Mal sehen. Wir müssen ja da irgendwo zum Dunklen kommen. Das wäre ganz schön. Da gehen die schon mal durch. Ich heile die hier durch. Ja, ist in der Mitte, ist bestimmt noch was. Ich muss mich hier jetzt so ein bisschen durch die Mauern durchprügeln. Wir nehmen mal hier hinten die Bauhütte für die Prozente und nehmen hier unseren Magier. Ja, sieht super aus. Entschuldigt bitte, ich muss dann immer aufs Tablet gucken. Ich muss irgendwie mal eine an... Ach, jetzt habe ich die Queen doch vergessen. Naja, jetzt war ich gerade so im Hype. Oh, da hinten aber den Bohrer nicht. Ah, Mist. Da hinten aber den Bohrer nicht. Aber da könnte der Packer... könnte da noch hinkommen. Und ich habe da ja auch noch ein paar Truppen. Ja, ganz cool gemacht. Ich glaube, das sind auf jeden Fall über 3000 Dunkles gewesen hier. Also das Gibarge-Event Rathaus 9. Geht. Geht. Kann man so machen, glaube ich. Da ich jetzt sowieso so wunderbare Laune habe, kann ich das ja auch auslaufen lassen. Schade, der Pekka schafft es nicht mehr oder hat es nicht mehr geschafft. Die Riesen, ja, okay. Die Riesen machen jetzt auch nicht mehr so wirklich was. Ich schätze, die kriegen die Mauer nicht mehr auf. Da sie mir jetzt aber auch sterben, denke ich mal, ist das auch gewesen. Und ja, 3500, das ist super. Damit haben wir das ganze Ding schon mal dreimal gemacht, beziehungsweise dreimal hier mit den Minern angegriffen. Und ihr seht, dass hier die Folge ist heute ein bisschen kürzer. Ich ziehe euch das mal runter. Wir haben 22,59. Ich muss noch einen CK-Angriff machen. Muss das Ding hier noch abschneiden, damit ihr am
Samstagmorgen, Donnerstag auch was zu gucken habt. Und dann sehen wir uns sicherlich und hören uns bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir und Thorsten. Bis dahin, euer Toto. Clash Time.